hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Verhindern Reptiloide, KI und Kabale den Aufstieg? Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 21. Juni 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind auf der Suche nach dem natürlichen Evolutionsprozess auf der Erde und wollen euch alle ermutigen, bewusst und absichtlich daran teilzunehmen. Mit anderen Worten, wir wissen, dass es da draußen viele Menschen gibt, die euch erzählen, dass sie eine Abkürzung haben, einen Weg, die ganze Arbeit zu umgehen und dass ihr sprunghaft wachsen könnt, wenn ihr nur diese Technik oder dieses Gerät benutzt. Aber der natürliche Evolutionsprozess ist der beste Weg, um euer Bewusstsein anzuheben, und wir sehen, wie ihr alle am natürlichen Evolutionsprozess teilnehmt, bewusst und unbewusst. Und wir möchten, dass ihr versteht, dass der altmodische Weg immer noch der beste Weg ist, sich zu entwickeln und aufzusteigen. Ihr solltet meditieren, eure Gefühle verarbeiten, Vergebung anbieten und euch auf eure Schwingung konzentrieren. Ihr solltet euch eurer Gedanken und Worte bewusst sein, die ihr sprecht, und in der heutigen Welt auch der Nachrichten, die ihr elektronisch sendet. Ihr solltet euch dieser Dinge bewusst sein, denn sie sind so viel mächtiger als alles, was außerhalb von euch geschieht oder euch in einen erleuchteten Zustand versetzen könnte. Und wir sagen das in dem vollen Bewusstsein, dass ihr Hilfe von außen erhaltet, aber diese Hilfe soll euch dazu bringen, euch mehr auf euer Inneres zu konzentrieren, als ihr es momentan tut. Ihr habt also eine Wahl zu treffen, wenn es um eure spirituelle Entwicklung geht. Ihr könnt euch auf die Vorhersagen über Medibetten und Sonnenblitze verlassen und auf Dinge, die alle Probleme eurer Welt im Handumdrehen lösen können, oder ihr könnt euch dafür entscheiden, eure spirituelle Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen, indem ihr mehr darauf achtet, was in eurem Inneren vor sich geht. Das ist einer der größten Vorteile der Meditation. Meditation bringt euch mehr Bewusstsein, und mit mehr Bewusstsein könnt ihr mehr Veränderungen vornehmen. Die Veränderungen, die gemacht werden müssen, die Veränderungen, die auf die eine oder andere Weise gemacht werden. Eure Arbeit bewusst in Angriff zu nehmen, ist der viel bessere und einfachere Weg. Denn wenn ihr Dinge aufschiebt und verdrängt, brechen sie irgendwann aus euch heraus. Und dann habt ihr ein größeres Durcheinander aufzuräumen, während ihr die notwendige Arbeit an euch selbst erledigt. In letzter Zeit haben wir bemerkt, wie stark die Menschen miteinander verbunden sind. Wir helfen euch, mehr auf eure Gedanken, Gefühle und Schwingungen zu achten, aber wir bieten euch auch eine höhere Schwingung an, und das ist eine Einladung, die wir an euch aussenden, damit ihr euch uns in den Bereichen mit höheren Schwingungen anschließt. Wenn ihr Verbindungen herstellt, greift ihr nicht nur nach innen, sondern auch nach oben, und durch dieses Anheben der Schwingung habt ihr einen großen Einfluss auf eure normale Ausgangsschwingung. Das ist für jeden Einzelnen notwendig, um mit den Energien des Aufstiegs umgehen zu können. Andernfalls, wie wir schon sagten, macht ihr es euch nur noch schwerer, indem ihr alles ignoriert, was in euch vorgeht, und außerhalb von euch nach der Antwort sucht oder nach den Außerirdischen, die mit ihrer fortschrittlichen Technologie ankommen und alles für die Menschheit besser machen werden. Wir wissen, dass sich viele auf künstliche Intelligenz, Reptiloide, Kabale und so weiter konzentrieren
und dass sie alle besiegt werden müssen, bevor ihr die innere Wahrheit über euch selbst erfahren könnt, und nichts davon ist wahr. All das hält euch nur davon ab, euch auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und das ist immer das, was in eurem Inneren vor sich geht. Deshalb freuen wir uns, eine von vielen Gruppen zu sein, die ihr für eine Verbindung ansprechen könnt, denn wir wissen, dass unsere Schwingung hilfreich ist. Wir sehen die Wirkung, die unsere Energieübertragungen auf euch alle haben, und wir wissen, dass ihr als erwachtes Kollektiv bereit seid, diese höheren Schwingungen nicht nur zu empfangen, sondern sie auch an eure Mitmenschen weiterzugeben. Und so hilft euer Streben nach Verbindungen allen, unabhängig davon, ob sie danach suchen, und unabhängig davon, ob sie auf das hören, was ihr sagt. Das ist eine der vielen Gaben, die ihr euren Mitmenschen zu geben habt, und jeder profitiert von dieser besonderen Gabe der Verbindung. Wir sind der Arcturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.